So, wir haben Fotos bekommen. Wir sollen weiterhin immer noch Schulden begleichen. In der letzten Folge wollten wir das eigentlich schon gemacht haben, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist mit dem Kontrollpunkt ein bisschen was dazwischen gekommen. So, jetzt muss ich mal gucken, was da hinten noch rumgeistert, weil da ist irgendwo was Rotes. Ha? Es ist viel rot. Aber das müssen wir noch mal. Den werden wir noch holen, den Kollegen hier. Warte mal kurz. Da kommt ein Auto von links. Ein bisschen aufpassen. Da ist der. Das ist mir. Ich habe mich nur gewehrt. Ich will keine Feinde auf der Links haben. So, gucken wir mal. Wo unsere russischen Spezies sind. Ich renne mal gerade mit meiner. Was ist ein Hund? Aua. Quapo, du brauchst den jetzt nicht hinterher rennen, lass den Köter in Ruhe oder so. Ich glaube, Wolf war das oder so. So, erreiche das verlassene Hotel. So, na dann gucken wir mal, wo sie sind, unsere Freunde. Sogar schon ein Stück dahinter. Und ich erwarte, dass es so weit ist. Ich dachte, okay, das ist bestimmt deutlich näher. Nö, das ist aber da hinten ist es. Und ich bestimmt haben die da irgendwas aufgebaut. Die sind bestimmt nicht alleine. Das sind irgendwelche Angler, haben die da Schiff stehen oder so? Hey, das könnte ein Schiff sein. Die Angler lasse ich mal in Ruhe. Natürlich. Ich gehe schwimmen. Ich hoffe, war jetzt nicht passt. Ich dachte mir, oh. Aua, was ist denn hier los? Hat das mit dem Wasser irgendwas zu tun? Weil ich krieg ja Schaden, warum auch immer. Also zwischendurch mal. Aber ich glaube, das kann auch sein, dass das mit dem Ding zu tun hat. Naja. Wir suchen immer noch Dimitri und Vasiljev. Might be. Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. I'll take that as a thank you. Was habe ich gesagt?
da ist jemand. So Hähne oder was hier draußen? Shit. Fumigator. Gift. Der hat Krokodil dabei. I see a Russian. But is it Dmitri or Vasily? Da sind sie alle. Die werde ich da nicht. Ich glaube nicht, dass ich die da unbemerkt wegkriege. Ich suche den Pool nach dem Schlüssel. Hast du was gedacht? Deswegen ist Guapo auch nicht reingekommen. Nothing there. Ja. Irgendwas gefunden. Bembe, you fucking hijo de puta. So you got my key. See, I found it on your dead Russian friend. Now, Rojas. The key opens a safe at Via Julia Hotel. I need a black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. Geh zum Hotel. Herrsch. Soll ich mich trotzdem mit den Idioten da anlegen? Nein. Wir lassen sie mal außen vor. Tschüss. So, habe ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit, ein Boot oder mir. Ne, muss ich wieder rüber schwimmen wahrscheinlich, ne? Ich kann. Warte mal, ich will eigentlich gerne mit dem Boot darüber. Da sind zwei andere Kandidaten. Die töte ich, dann kann ich mir versuchen. Schön. Du machst einen. Tot. Adios. So, zwei neue Libertatkisten aufgetaucht. Okay. Sehr gut. Ja gut, aber sogar Zivilisten sehen, wir sind von diesen Kisten tauchen auf. Nehmen wir mal die Handtasche hier mit. Aber ich bräuchte ein Boot. Das wäre mal total toll. Eine Schatzsuche aufgetaucht. Das ist auch wieder irgendwie. Ich brauch mal ein Boot. Hallo? Ich sag mal, ihr habt hier ein. Ihr habt hier mal in erster Linie einen Angelclub. Ich brauche ein Boot oder ein Auto? Da hinten ist wieder ein Feind.
mit einem Zivilisten. Das werden wir mal gleich ändern. Moin Chef, dein Verderben kommt. Das war der letzte Ding, so du... Fresse. Ja, ja, ich rette dich schon. Und deswegen bin ich hier. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch ein Boot zu rufen. Sehr gut. Wobei mir auch ein Auto reichen würde. Aber Boot geht ja immer. Oder? So, müssen wir jetzt irgendwie da... Wo müssen wir denn da hin? Wir können da außen rum und können uns dahin bewegen. Und dann müssen wir sowieso an Land. Ja, es ist jetzt viel Fahrerei. Oh, guck mal, ein Dings. Na gut, die Frage ist, wie weit kommen wir ran, ne? Wir müssen sowieso... Ja, wir fahren jetzt komplett in das Dings rein. Ich hätte hier links gemusst. Warte mal, oder kann ich da... Wie weit komme ich da ran? Ich gehe zu Fuß. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das Hotel sowieso in der nächsten Folge machen. Aber ich kann mal den Punkt wegnehmen hier. Den Punkt kann ich hier wegnehmen. Ja, wie gesagt, da werden wir sowieso wieder irgendwelche Feinde landen. Mit garantierter Sicherheit sind wir nicht alleine. Schon wieder ein... Aua! Herzhaft? Oh, nett. Ihr habt uns zwar schon, drum gekümmert um das Ding. Ich lasse mal das jetzt aus vor. Wie gesagt, man weiß ja nie, was da sich drin befindet. Und plopp, ich gehe mal tauchen. Da sind auch wieder irgendwelche Feinde. Das war der letzte. Ich habe die Olle gerade mal weggekillt. So. Zwischendurch helfe ich euch mal. Wenn ich das mal schaffe, nicht immer. Also. Aber wir müssen jetzt ja voll durch die Wildnis schlagen, ne? Also garantierte Sicherheit, wenn wir das Hotel jetzt in der nächsten Episode machen. Da ich ja eigentlich gerne jede Mission, jede Folge eine Mission mache, weil wir gerade so viel rennen müssen, laufen müssen. Wir sind aber fast da. Das Hotel Via Julia. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir da auch nicht alleine sind.
Das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden, oder? Habe ich doch gesagt, dass wir nicht alleine sind. Sniper on Overwatch. Sniper? Hast du schon wieder Feinde gesehen? Ich sehe nämlich gar nichts. Scharfschütze, ja. Da hinten ist noch jemand mit einer Waffe, okay. Da ist irgendein Tier. Wir sollten uns mal direkt als erstes den Sniper holen. Also nur zwei Feinde, das glaube ich eher weniger. Officer. Gut. Das ist bling, 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 bling. Ja, da. Hier rein. Stop. Da ist der Schütze. Gut, ich würde sagen, tatsächlich die Nummer gehen wir in der nächsten Folge an. Ne? Bis dahin und Wiedersehen bei Far Cry 6.